Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um das Thema Dezimalsystem. Und was ihr hier seht, ist eine sogenannte Stellenwerttafel. Also das direkt über mir. Da steht bei E, Z, H, T, Z, T, H, T und Mio stehen Bollen drunter. Man hätte auch stattdessen Zahlen drunter schreiben können. Klar ist, dass ihr das aus der Grundschule schon kennt. E steht für Einer, Z für Zehner, H für Hunderter, T für Tausender, C, T für Zehntausender. Und HT für Hunderttausende und Mio für Millionen. Und daraus kann man dann die Zahl ablesen. Und wenn man das Ganze von hier, von der Zahl macht, muss man quasi Bollen setzen. Wie das jetzt genau funktioniert, das werde ich euch in diesem Video erklären. Und dann zeige ich euch auch, was das Ganze mit einem Dezimalsystem zu tun hat. Also, die Ergebnisse hier sind relativ leicht. Also hier sind 6 Bollen. Das heißt, wir haben 6 Einer. 6 mal 1. Das hier ist ein Zehner, 1, 2, 3, 4, 5 Zehner gibt es, also kommt an die zweite Stelle eine 5. Jetzt sind es natürlich nicht die Zahlen 6 und 5, sondern das zusammen ergibt 56. 6 mal die 1, 5 mal die 10, 0 mal die 100, 2 mal die 1000, 8 mal die 10.000 und 4 mal die 100.000. Man könnte theoretisch hier vorne noch eine 0 schreiben für 0 Millionen, aber das macht man nicht. Das macht man normalerweise nur beim James Bond mit 007. Aber normalerweise lässt man vorne die Nullen weg. Die zweite Zahl können wir wieder von hinten anfangen. Wir haben 01er, 010er, 900er, 0000er, 310.000er, 0100.000er und 6 Millionen ergibt so eine Zahl. Die ist jetzt schon deutlich schwieriger zu lesen. Was ihr bitte nicht machen sollt, ist Punkte dazwischen. Das hat sich meistens eingebürgert. Nein, ihr könnt aber zum Beispiel nach diesen drei Zahlen eine kleine Lücke lassen an der Stelle und nach drei Zahlen wieder eine oder drei Ziffern wieder eine Lücke lassen. Dann kann man so ein bisschen leichter ablesen. Also von der Richtung in die Richtung relativ leicht abzulesen. Jetzt in die andere Richtung ist es eigentlich nur Bollen setzen. Wir haben 4 Einer, 4 mal 1, 2 Zehner, 2 mal 10, 100er, 1 mal 100, 1000er, 1 mal 1000, 0 10.000er, 0 100.000er und 1 Million. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man die Nuller richtig setzt. Ja? Nur weil nichts steht, heißt das nicht, dass man nichts schreiben muss. Wir haben insgesamt 10 Zahlen zur Verfügung, von der 0 bis zur 9. Und wenn eben nichts drinsteht, ist es mathematisch eine 0. Ganz wichtig, dass wir die eben dann auch schreiben. Weil theoretisch, wenn wir die zwei Nullen weglassen, ergibt es eine ganz, ganz andere Zahl. Die zwei Nullen sind in dem Fall wichtig. Und bei der letzten Zahl ist es dann auch recht leicht. 9 Einer, 0 Zehner, 200er, 0 Tausender und 3 Zehntausender. Was hat es jetzt das alles mit einem Dezimalsystem zu tun? Das ist unser Zahlensystem. Also so sind unsere Zahlen aufgebaut. Da hinten steht immer der Einer, was hier mit einem großen E geschrieben worden ist. An der Stelle, die zweite Stelle von hinten, stehen immer die Zehner. Also muss ich quasi das mal 10 kriegen, um für den 5 einen Wert rauszukriegen. Das ist nämlich nicht der Wert 5, sondern der ist der Wert 5 mal 10 an dieser Stelle. Hier kommt dann an dieser Stelle die 100er Stelle, dann kommen die 1000er Stelle, dann die 10.000er Stelle, dann die 100.000er Stelle und hier die Million Stelle. Und wenn man sich das Ganze jetzt hier so anschaut, dann merkt man eigentlich schon, wie so, oder wir kommen ziemlich schnell drauf, wie das auch noch ausschaut. Das schaut für mich nämlich aus wie Stufen. Also es geht immer eins weiter rauf. Von der 1 zur 10, zur 100, zur 1000 und so weiter. Jedes Mal kommt eine 0 hin. Und man sagt dazu auch, dass das nicht eine 0 hin ist, sondern wenn man das als Rechnung sieht, mit 10 multipliziert wird. Also einmal 10 kommt man auf die nächste Stufe. 10 mal 10 kommt man wieder auf die nächste Stufe. 100 mal 10 auf die nächste Stufe. Und deswegen wird unser System auch Zehnersystem genannt. Wir merken, in unserem Zahlensystem gibt es sogenannte Stufen. Um von einer Stufe auf die nächste zu kommen, multipliziert man mit 10. Und deswegen heißt unser System, das wir hier haben, Dezimalsystem. Dezimal ist nichts anderes als die Übersetzung von 10 aus dem Lateinischen. Also Zehnersystem oder Dezimalsystem. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass unser Zahlensystem auf Zehner basiert. Das heißt, von einer Stufe auf die nächste muss man mal 10 rechnen. Pro Ziffer, also pro Stelle, kann man 10 Zahlen einsetzen, von 0 bis 9. Jetzt werdet ihr sagen, Mensch, das ist doch Pillepalle. Aber es gibt eben auch Zahlensysteme, die haben nur 2 Zahlen oder 8 Zahlen. Das werden wir dann die nächsten Stunden kennenlernen. Für heute habt ihr gelernt, Dezimalsystem, unser Zahlensystem ist ein Zehnersystem. Und jetzt wisst ihr auch, warum.
bis zur nächsten Stunde. Tschüss.